So Leute, hier sind wir wieder und mal gucken, wo es diesmal jetzt lang geht, weil wir können ja Was immer sie verteidigt haben, wird. das Erbe der Outriders. Ja. Gucken, was hier drin ist. Sahidi, die Outriders haben in diesem Bunker Waffen gelagert. Eine ganze Menge Waffen. Von wie vielen reden wir hier? Genug, um die Apokalypse aufzuhalten. Mit dir. Ja. Okay, Video, okay. Zahidi, irgendwas passiert. Die Geräte stürzen ab. Verdammte Scheiße, du musst da raus, bevor sie hochgehen. Warnung, Sicherung ist defekt. Start erfolgt in Kürze. Warnung. Okay, gar nicht gut. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Denkst du, ich kenne mich mit Kernwaffen aus? Warte. Ist da ein Kühlschrank in deiner Nähe? Ein Kühlschrank? Ein Kühlschrank. Du weißt doch, was ein verdammter Kühlschrank ist. Ja, ich habe ihn gefunden. Gott sei Dank. Los, rein mit dir. Was? In den scheiß Kühlschrank, das Blei wird dich schützen. Was ist denn das für eine scheißblöde Idee? Oh, hab ich mal irgendwo gesehen. Okay. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Countdown zum Start initiiert. Mist. Start Warte. In 120. Klick nach. 119. Okay. Da ist ein Schlitz. 118. 117. Hör mir zu. 116. Du musst dich beeilen. 115, du hast Gesellschaft. Rebellen, komm durch die Luke. 113. 112. 111. Okay. Mit Rebellen hätte ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es kommt ja eigentlich nicht zum Kämpfen. Das ist schon ein Boss, ja klar. Ja klar, kommt da noch einer, oder? Ja, Leute, ist in Ordnung.
Okay, der erste ist weg. Ja, jetzt kommt. Hört doch mal. Sahidi, wo könnten wir ein paar Schlüssel verstecken? Ob die Luke, ja. Cool. Also, Junge, 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 das war natürlich, jetzt habe ich die. Oh, was ist das denn? Nehmen wir erstmal so mit. Und dann gucken wir hier mal, was es noch so Schönes gibt. Da steht was. Mhm. Hier sind Notizen.
Ja, das sind Notizen. Moment, da hatte ich. Die Atombombe. Lager? So. Auf zum Lager. Und es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. So, jetzt mal wie es mir hier. So, wir gehen gleich mit ihm. Trenchtown haben wir. Jäger. Gehen wir natürlich gleich alles ab erstmal. Genau die Historikermission und alles andere. Und es dauert. So, erstmal hier unser kleines Schätzchen wegbringen hier. Eins jedenfalls davon. Man könnte das natürlich auch als letztes machen, wenn man natürlich ein höheres Level hätte. Wäre natürlich dann sinnvoller, aber ist mir eigentlich auch egal. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet das. Ja. Sie sehen glücklich aus, oder? Aber vielleicht erinnern Sie dich an Personen, an die du nicht mehr denken möchtest. Das haben wir auf Enoch alle gemeinsam. Wir alle haben Menschen, an die wir uns nicht erinnern möchten, weil es weh tut. Aber okay. Eines Tages wird niemand mehr übrig sein, um sich zu erinnern. Dann tut's wenigstens nicht mehr weh. Wäre doch schön. Ja. So.
Erste Mission, Abyslusse. Familienfoto. So, wir fahren gleich nach Trenchtown, hauen da unsere gesuchte Mission ab und ja, das ist die Tiermission da. Okay, was war das denn? Habe ich auch ein bisschen mich verjagt, ne? Verändert Bildschirm einfach mal so ein. So, und nächsten. Ja, jetzt haben wir so ein, dieses komische Cape nicht mehr an, dieses rote mit den, was weiß ich, was drin. Will ich denn hin? So, ich habe hier noch einen Kopf für dich. Wär's mit was Neuem? Ich nenn's die Leberschleuder. Ich hab was für dich. Zackencam. Es ist mir eigentlich. Nehmen wir den hier. Gar nicht mal schlecht. Ja, hängt da. Ja, sieht fast so aus wie der andere, aber naja. Ja, gleich mal verkaufen wir es ein bisschen. Okay, haben wir ein bisschen was dieser. Okay, haben wir doch ein bisschen mehr gesammelt. Ihr rüstet eure Leute oder eure Armee damit aus, dann habt ihr wenigstens gleich was. Ein paar Vorteile. Pff.
Ja, okay, doch ein bisschen Dolle will ich sammeln. Ja, 65 Gegenstände hier. 81, naja. Oh, Trophäe Ich habe hier einen Großhändler. Platz an meiner Wand, der auf einen fetten Monsterkopf wartet. Okay. Wenigstens habe ich jetzt eine Trophäe bekommen, jetzt kann ich wenigstens alles schön immer. Ziel neutralisiert. Schädelsprenger ist weg. Pumpgun. Maschinenpistole. Immer ein Vergehen. Ja, ich möchte weg. Nämlich wieder hier Ja, hoch. ich weiß. Ich ziehe oft über She-Ra her, aber eins muss man ja echt lassen. Sie ist nicht so verrückt. Und es dauert wieder. So. Ja, da ist einmal das, da ist einmal das. Wir gucken mal da lang. Was ist denn da? Eine Kiste. Okay.
Oh, hi, ein großer. Also das ist jetzt mittelgroße. Und drei. Okay. Ich seh nichts mehr, ich seh nichts mehr. Eigentlich drei können. Eigentlich drei hintereinander, das ist natürlich ein bisschen ordentlich. Ja, mache ich gleich. Darf ich mich hier auch kurz umgucken? Die ist gerade außer, nimmt er die zweite Waffe dafür. Ach du. Es ist so ein großer, langer Platz. Das ist natürlich jetzt gemein.
Stirb! Heb doch! War jetzt gar nicht mal so schwer. Na, hier kommt doch irgendwas. Was haben wir denn hier? Oh, hi. Boah, ich bin mitgekriegt da hinten. Noch so ein Kaki. Er stirbt doch endlich.
Genau. Macht er noch? Au. Geht doch. Oh, klar. Noch welche. Ja. Könnt ihr euch mal von meiner Pelle bewegen hier? Alter, klar. Das stimmt mit euch nicht heute. Ihr wollten es nicht wissen. Boah, was? Wollt ihr mich hier verarschen oder was? Einfach, wie kommt denn hier noch? Du geh mir nicht auf den Sack, du Kaxi. Also beide zusammen sind ganz schön. Ihr beide geht ja auch auf den Genschen hart auf Eier.
Junge. Ja, jetzt ist der wieder hier hinten noch der eine. Ja. Brauchst du das jetzt her? Der Weg zum Tor ist frei. Aber wie kriegen wir es auf? Wollen wir das überhaupt? Dieses Ding sieht so aus wie die Pforte zur Hölle. Nur dieses Tor steht noch zwischen uns und der Quelle des Signals. Ich habe irgendwie gar keine Lust mehr, durch dieses verdammte Riesentor zu gehen. Ja, also Leute, das nächste kommt dann beim nächsten Mal. Macht's gut.